Christus, dem guten Hirten, sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich darf Sie heute recht herzlich zur Eucharistiefeier hier aus der Filialkirche St. Stephanus in Iffelkofen willkommen heißen. Was ist das doch für ein wunderbares Gefühl, wenn man an einem fremden, unbekannten Ort ist und plötzlich jemand unseren Namen ruft. Urplötzlich wirkt er aus der Fremde ein Zuhause. Sorge und Angst weichen und es erfüllt uns Freude darüber, dass wir gesehen und gekannt sind. Jesus, er übersieht keinen von uns und kennt jede und jeden von uns weit mehr als nur mit unserem Namen. In Jesus, da haben wir einen Freund, der uns auch in der größten Fremde begegnet, uns in der größten Angst bei unserem Namen ruft und uns so zeigt, ich bin bei dir. Heute sind wir wieder seinem Ruf gefolgt und wir sind hier versammelt, um ihn zu preisen. Haben wir keine Angst? Lassen wir uns von seiner Stimme führen und beten wir am heutigen Weltgebetstag für geistliche Berufe gemeinsam dafür, dass sich immer mehr und immer neu Menschen von Christus beim Namen rufen lassen und sich aufmachen, ihm zu folgen. Grüßen wir ihn, unseren Herrn und Erlöser, in unserer Mitte und bitten wir ihn um sein reiches Erbarmen. Herr Jesus Christus, wir erkennen deine Stimme in der Botschaft des Evangeliums. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du rufst uns einzeln beim Namen, dir zu folgen. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, durch dich und in deinem Ruf finden wir Leben in Fülle. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns Sünde und Schuld nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir liegt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm,
denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Leben ist uns im heutigen Evangelium verheißen, ein Leben in Fülle. Ja, wer möchte das nicht, erfülltes Leben? Aber wie soll man das bekommen, Leben in Fülle? So mancher, der versucht hat, alles aus dem Leben rauszuholen, was nur geht, nichts auszulassen, um nur ja nichts im Leben zu versäumen, der hat früher oder später feststellen müssen, dass diese Anstrengungen ihn völlig ausbrennen. Dass er ausgebrannt ist von diesem Versuch, sich selbst Leben in Fülle zu verschaffen. Und allzu viele, die alles ausprobiert haben im Leben, stellen nach einiger Zeit fest, dass nichts sie mehr wirklich erfüllen kann. Und jetzt gerade in der aktuellen Situation, da stellen wir alle fest, es braucht nur sehr wenig und das Leben ist plötzlich eingeengt, wir fühlen uns eingepfercht. Ja, die richtige Tür zu wahrhaft glücklichen, erfüllten Leben zu finden, das ist gar nicht so leicht. Da ist man, wohl oder übel, auf Hilfe angewiesen. Vom Dichter Rainer Maria Rilke stammt der einleuchtende Satz: Wem die Mutter nicht den Weg in die Welt gezeigt hat, der sucht und sucht und kann keine Tür finden. Wir moderne Zeitgenossen hingegen, wir möchten ja eigentlich gern unabhängig sein, den eigenen Weg gehen und selbst verwirklichen, auf niemanden hören müssen. Vielleicht denkt der eine oder andere, beziehungsweise die eine oder andere, da ja an seine Eltern und Großeltern zurück, die ihn in der Kindheit vielleicht an die Hand genommen haben, an dieser Hand ihn mit zum Gottesdienst genommen haben, die am Abend beim zu Bett gehen ihm die Hände gefaltet haben, die ihm den Glauben behutsam Schritt für Schritt näher gebracht haben, ihm versucht haben, diese Tür zu zeigen, die Tür zum erfüllten Leben. Und schon werden wir da bei diesen eingängigen Bildern vom guten Hirten, die dann vor unserem inneren geistigen Auge erscheinen. Aber wenn wir diesen Bildern so nachhingen, da regen sich dann vielleicht bei dem einen oder anderen, bei so manchen aufgeklärten und modernen Erwachsenen, innere Widerstände bei diesen Bildern des heutigen Evangeliums, das uns ja von dieser Tür zum Leben in Fülle spricht, von der Stimme, die uns beim Namen ruft, der Stimme des guten Hirten Jesu Christus, der uns, seine Herde, hinausführen möchte ins Weite, auf grüne Auen, zum Ruheplatz am Wasser. Schöne Bilder, sicher. Vielleicht etwas antiquiert und angestaucht, aber schöne Bilder. Wäre da nicht dieses eine Bild von der Herde, von den Schafen, die ja dann wir sind? Ich bin doch kein dummes Schaf.
Bleiben wir weg mit diesem Bild vom guten Hirten. So mögen da manche denken, die sich nur als mündige Christen verstehen wollen, die selber wissen, was gut für sie ist und die keinesfalls als zu hütende Schafe angesprochen werden wollen. Andererseits hat wohl jeder Mensch in sich eine Seite, die man seine schwache Seite nennen könnte. Jeder sehnt sich mehr oder weniger stark nach Geborgenheit, nach Orientierung, nach Angenommensein. Jeder von uns trägt diesen Herdentrieb in sich. Und unsere Welt ist kompliziert geworden, gerade in den jetzigen Tagen. Sie verlangt immer mehr das erwachsene, mündige und kritische Denken. Sie ist immer schwerer zu durchschauen. Während wir Menschen auf der einen Seite dieser Anforderung gewachsen zu sein bemüht sind, suchen wir auf der anderen Seite nach einem Raum, einem Ort oder einer Gruppe, wo wir uns angenommen wissen, so wie wir sind. Wo wir ganz einfach Menschen sein dürfen, ohne dass man uns erst nach Leistung und Verdienst fragt. Einen Ort, wo ich gut aufgehoben bin, selbst wenn rundherum die Welt verrückt. Und eben diese Sehnsucht wird im Bild vom guten Hirten angesprochen. Dazu muss man wissen, dass ein Hirte in Palästina zu Zeiten Jesu durchaus auch Ansehen genoss. Das Land war nämlich weitgehend unwirtlich, ist es ja heute noch. Das Gras war spärlich und die Herden mussten ständig von einem Platz zum anderen überwechseln, wollten sie überleben. Es gab keine Schutzmauern und so war die ständige Anwesenheit des Hirten unter der Herde erforderlich, um diese Herde vor Räubern, vor Tod, vor allen Unglücksfällen zu bewahren. So hat sich im Alten Testament Gott selbst als Hirte seines Volkes bezeichnet. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, Gott ist da gemeint. Und auch die Führer des Volkes Israel erhalten den Titel Hirte. Aber sie werden auch daran gemessen und von Fall zu Fall durchaus kritisch beurteilt. Vor allem die Propheten, die haben es immer wieder gewagt, diese Hirten daran zu erinnern, was ihr Auftrag ist. Ezechiel etwa schreibt diesen Leuten in Stammbuch: So spricht Gott der Herr, wie den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden. Müssen die Hirten nicht ihre Herden weiden? Ihr trinkt die Milch, ihr nehmt die Wolle für eure Kleidung und schlachtet die fetten Tiere. Aber die Herde, die führt ihr nicht auf die Weide. Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht, die Kranken heilt ihr nicht, die Verletzten verbindet ihr nicht, die Verscheuchten holt ihr nicht zurück, die Verirrten sucht ihr nicht und die Starken misshandelt. Und dann folgt die Verheißung, denn so spricht Gott der Herr, jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selbst um sie kümmern. Dies soll sich nun mit dem künftigen Messias erfüllen. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. Dieses Bild des vollkommenen Hirten findet seine volle Verwirklichung in Jesus Christus. Er ist der Messias, er ist der gute Hirte, der sich auf die Suche nach dem verlorenen Schaf macht. Er hat mit dem Volk Mitleid, weil er in ihm Schafe ohne Hirten erkennt. Der Abschnitt des heutigen Evangeliums hebt einige Charakteristika des guten Hirten hervor. Zunächst wird da gesagt, dass der Hirte und seine Schafe sich gegenseitig bestens kennen. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Während in bestimmten Nationen Europas die Schafe noch in erster Linie wegen ihres Fleisches gehalten werden, werden sie in Israel vor allem wegen ihrer Wolle und ihrer Milch gezüchtet. So blieben sie jahrelang in der Gesellschaft des Hirten, der schließlich den Charakter jedes einzelnen Schafes gut kannte und es mit Kosenamen rief. Und ebenso kennt Jesus seine Jünger, damit auch jeden einzelnen von uns. Er kennt uns beim Namen, was für die Bibel heißt,
er kennt uns in unserem innersten, allerinnersten Wesen. Er liebt sie mit persönlicher Liebe, die einen Leben so erreicht, als wäre er der Einzige, der vor dem Hirten steht. Und der Abschnitt aus dem heutigen Evangelium, er sagt uns noch etwas über diesen guten Hirten. Er gibt sein Leben hin für die Schafe, und keiner wird sie der Hand des Hirten entreißen. Diese enge Verbundenheit mit dem Hirten, sie wird sogar dreimal wiederholt. Was uns Jesus durch sein Opfer am Kreuz und seine Auferstehung schenkt, ist bereits ewiges Leben. Und wer dieses empfängt und es nicht ablehnt, der kann nie mehr zugrunde gehen. Es kann ihm niemand mehr der Hand Jesu entreißen. Und somit kann ihn auch niemand der Hand Gottes des allmächtigen Vaters entreißen. In dieser Hand sind wir geborgen. Angesichts dieser starken Verheißung können wir allen selbsternannten Meinungsmachern, diversen Experten und Führern der Menschheit gelassener begegnen. Also denjenigen, denen letztlich an den Schafen nichts liegt, die vielmehr nur ihre eigenen Schäfchen ins Trockene bringen wollen, das heißt nur an sich selbst denken. Solcher Art sind ja heutzutage zahlreiche Menschheitsbeglücker im Fernsehen, die sich einbilden, den Zuschauern ihre Sicht der Dinge als die alleinselig Machende aufdrängen zu müssen. Es ist gefährlich, wenn Menschen sich allein als Lehrmeister der Menschheit aufspielen. Das haben wir im letzten Jahrhundert schmerzhaft lernen müssen. Denn da werden Führer leicht zu Verführern. Dann braucht es eine starke Gegenkraft, die uns dann davor bewahrt, solchen Leuten nicht zu folgen und von ihnen ins Verderben gerissen zu werden. Leider müssen wir allzu oft zugeben, dass wir vor den anderen Menschen, der sich als Wolf gebärdet, mehr Furcht haben als vor Gott. Menschenfurcht, das ist aber ein Kennzeichen der bezahlten Knechte, der schlechten Hirten. Unser Vorbild sollte indessen Christus sein, der gute Hirt, der keine Furcht hatte, weder vor dem Tod noch vor irgendeiner irdischen Macht. Am heutigen Sonntag betet die Kirche um geistige Berufe. Das heißt darum, dass sich immer wieder, vor allem junge Menschen, bereit finden, dem Ruf Jesu zu folgen, in seine Nachfolge zu treten und im Vertrauen auf ihn die Tür zu seiner Herde gleichfalls als gute Hirten zu durchschreiten, die sich um die ihnen anvertrauten Christen wahrhaft sorgen und sich mit Leib und Leben für sie einsetzen, die sie im Namen Christi herauszurufen wagen zu den Weideplätzen am Wasser des Lebens, die er uns zeigen wird. Die Kirche betet darum. Wir können gar nicht genug darum beten. Darum wollen auch wir dieses Gebet mit einstimmen und zum Herrn rufen. Sende uns, sende deiner Herde solche guten Hirten und lass uns auf deine Stimme hören. Lass uns auch auf ihre Stimme hören, die deinen Ruf zu uns weitertragen. Herr, sende Arbeiter in deinen Weinberg und gib uns allen die Kraft, ihnen beim Hören auf deinen Ruf keine Steine und keine Hindernisse in den Weg zu legen. Amen. Bekennen wir mutig unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen,
die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus ist der gute Hirte, der seine Herde nie im Stich lässt. So rufen wir ihn um seinen Beistand an und flehen zu ihm: Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lass in deiner Kirche viele Männer und Frauen deinen Ruf zu einem geweihten Leben vernehmen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gib den Regierenden und Verantwortungsträgern das Vertrauen und den Mut, sich bei ihren Aufgaben von deiner Stimme leiten zu lassen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Stärke in ihrer Zuversicht all jene, die in diesen Tagen besonders um geistliche Berufungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für deine Kirche beten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke allen pastoralen und karitativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Religionslehrern und Erzieherinnen, allen Helfern und Ehrenamtlichen Freude an ihrem Engagement und lass sie die Früchte ihrer Mühen sehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du, Christus, bist die Tür, durch die wir zum Vater gelangen. Deshalb vertrauen wir auf deine Hilfe, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und liebst in alle Ewigkeit. Amen. Danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig
und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ihm als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preise ich in österlicher Freude und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Lieben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir von deinem Angesicht, und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle geopfert wird, vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer seiner Gabe in dir wohlgefällig, damit wir das verheißene Erbe erlangen,
mit deinen Auserwählten, mit der sieben Jungfrauen Gottesmutter Maria, mit dem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtern und mit allen Heiligen nach ihren Fürsprachen in dir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Lieder unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf, unsere Weihbischöfe Reinhard und Josef und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Kinder Gottes heißen wir, Kinder Gottes sind wir. Und so dürfen wir zu Gott, unserem Vater, voll Vertrauen mit den Worten beten, die unser Herr und Erlöser Jesus Christus uns selbst zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des allmächtigen Gottes, dass er alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort,
Dankbarkeit braucht jeder Hirt. Jesus offenbart sich als der echte Hirt, den ein inniges Verhältnis an jedes einzelne Tier bindet. Lieber würde er sterben, als ein einziges Tier den Tod auszuliefern. Denn so wie er sich selbst vom Vater getragen weiß, so trägt er die Verlorenen. Liebe Schwestern und Brüder, es interessiert Sie sicher, wie es jetzt weitergeht am kommenden Wochenende. Wir freuen uns, dass wir wieder mit Öffentlichkeit Gottesdienst feiern dürfen. Aber mit der Normalität werden diese Gottesdienste noch nicht viel zu tun haben. Zu groß sind die Einschränkungen, sind die Auflagen, die da zu beachten sind. Wir haben daher ein Schutzkonzept für unsere Sonntagsgottesdienste in den beiden Pfarrkirchen in Ergoldsbach und in Bayerbach erstellt. In diesem Schutzkonzept, da können Sie all das nachlesen, was da wichtig sein wird. Sie finden dieses Schutzkonzept wie auch all die anderen Anordnungen der Diözese auf unserer Pfarrei-Homepage. Sie können es auch in den Schaukästen der beiden Pfarrkirchen nachlesen und auch die Tagespresse, die Lokalzeitung, wird das am Anfang der neuen Woche sicher bringen. Bitte informieren Sie sich und Sie werden merken, wir haben in den beiden Pfarrkirchen in Ergoldsbach nur 60 Sitzplätze und in Bayerbach nur 30. Der Abstand von 2 Metern rundherum muss eingehalten werden und deshalb ist es nötig, dass Sie sich zu den Sonntagsgottesdiensten telefonisch anmelden oder per E-Mail.
Wie das geht, das lesen Sie im Schutzkonzept. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn wir wieder mit Ihnen zusammen Gottesdienst feiern können, wenn auch in eingeschränkter Art und Weise. Und so wünschen wir, der Herr Kaplan und ich, Ihnen jetzt einen gesegneten vierten Sonntag der Osterzeit. Wollen wir um den Segen Gottes für die kommende Woche bitten. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singe Lob und Preis, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott im Herrn, Halleluja, Halleluja. Uns allen deinen Segen.